Ging, ging. Ui, ui, ui. Huckelu, tag zusammen. Assalamu alaikum, merhaba, tach, tach. Und moin, was geht? Bo, bo, bo. Oha, geil, das sieht. Ja, Mann. Endlich mal habe ich Schattenbund seinen Musikgeschmack getroffen. Hi, ihr wunderschönen Menschen. Oder blöd. Oder blöd. Ach ja. Hi, Daddy. Was geht ab? Lars, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 48. Monat. Und On-Time-Kick, Dankeschön für den Prime im 24. Warte mal, Lars war 48, ne, hab ich gesagt? Und Hukulu. Und Lai, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Was geht ab, Da Vinci? Mach dir kacken Frechbömbe. Ach, halt die Klappe, Junge. Ja, weil wir das gleiche Alter haben und das waren wilde Zeiten, als die Mucke rausgekommen ist. Das war Disco-Zeit, sein Urgroßvater ist so, Alter. Junge. Geiles Album, da geht nichts mehr bei ihm, findest du? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Kam dann nach dem für Alben. Hagi, vielen lieben Dank für den Prime 9. Und Tag, Sam und Tukulu. Hallo, Karim. Und hallo, Chana Vandan. Und Goldberg, hallo. Und Alpino, hallo. Und Daynight ist auch da, hallo. Und Da Vinci und Oma und na klar doch nur. Und Justin. Und Benmi und Fabian Lars und Mocha. Das Curtis, das geht ab, Banana Joe. Und Seamaster, was geht? Und The Calf, was geht ab? Und Vova, Shorty B. Arno Blappen und Ropey. Und Mr. Active 719, wir sind jetzt durchgespielt. Und Godly Girl. Und Daynight ist auch da. Und Swipsy und Prince P. Und Mitstimme, was geht ab? Grüße. Und Bobo und Chuck und Virus und Hell Screamy Fi. Medium Pillow und Mr. Pony. Mila Morgen ist auch da. Hallo, ich bin hier, um dich bei deinem Stream zu unterstützen. Dankeschön, Mila. Das ist sehr nett von dir. Was geht? Ich habe mir vorhin mal dein Video mit dem Flirt-Typen angeschaut. Liebe mit dem Auto, etc. Ich habe mich kaputt gelacht, habe das Video anders gefühlt. Ach, von Dings. Boah, das ist aber schon sehr alt, Bruder. Ich weiß, was du meinst. Wo das Auto rammelt, ne? Da bin ich aus 7 Tode gestorben, Alter. Was geht ab, Unicorn und Holy Acker Infinity und Karim und wie geht's deinem Bruder, Kurt? Spielt der noch Fußball? Hat der was ins Profigeschäft geschafft? Der spielt noch Fußball. Ich aber frag mich gerade nicht, wo, Alter. Nee, Profigeschäft nicht. Der hatte einmal, zweimal sogar, der hat einmal in der Schweiz hat der Probetraining gemacht und einmal sogar in der Türkei. Und beides Male hat er sich beim Probetraining verletzt, Alter. Hat es also nie geschafft, irgendwie Profi zu werden. Wo ist dieser Daynard? Ich sehe den nicht. Doch, Daynard ist auch dabei. Hallo, oh, Imba. Imba, was machst du denn hier, Alter? Whatever, Superstudios, oder wie das hieß. Ja, genau. Ging Internet gestern wieder stabil oder war er weiterhin Much? War so halbe Stunde, ging immer aus und an und aus und an. Dann habe ich ein bisschen über Handy beim Pinsel noch zugeguckt. Der hat ja weitergespielt gehabt mit Mila. Ohne Lucky, der hat sich auch verpisst dann. Ja. Da ging nichts mehr. Ich bin immer hier, lüg nicht immer. War das mit TBC, Alter? Ich habe sogar Mila heute überredet, TBC zu spielen. Geil! Und Emre hat vorhin Gold gekauft. Der war online-Dings, Casino, hat 10 Euro reingesteckt, hat 60 Euro gewonnen und hat damit TBC Gold gekauft. Also Blizzard, Herr Blizzard. Wer das hört, bitte Emre bann. In dem World of Warcraft Pummers. Der unterstützt illegalen Goldhandel im Spiel. Ich hab vorhin TBC angefangen, Bruder. Ich kann nicht, Alter. Ich dreh durch. Nein. Keine Ahnung, hält bestimmt nicht so lange an, der Spaß. Besser als Retail, Alter. Bruder, was wird's mit Retail? Hallo, Weedy McPot.
Hagi hatten wir, ne? Hagi trotzdem nochmal. Dankeschön. Fallout, Dankeschön für den Prime im 3. und Tukulu. Chuck, danke für den bis am 6. Monat. Niki Lein, Dankeschön für den Prime im 6. Du bist selbst ein Stinker. MXR Active 719, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen. Und Zerberster, Dankeschön für den Gifted Sub am Mochelot. Und Zerberster, Dankeschön für den Gifted Sub an Imberlikes. Und MXR Active 719, Dankeschön für den Gifted Sub an, weiß ich nicht, steht kein Name. Ich hoffe, der hat sich bedankt. TBC-Sucht wird dich so hart kicken, Junge, ich sag's dir. Boah, Bruder. WoW Resident Sleeper. What the fuck, was für Allianz Never? Na klar, Junge, du hast keine Ahnung. Weedy McPot, danke für den Prime 2. Mila dann heute nicht dabei? Doch, doch. Doch, doch. Obwohl ich sehr oft und sehr viel mit Mila darüber philosophiere, wegen den RP-Sachen. Aber das merkt ihr selber und das habe ich auch so schon kommuniziert. Ich bin momentan einfach ein bisschen, was RP betrifft, am Struggeln, Alter. Ich will nicht rumheulen oder so. Aber übersättigt würde das ganz gut treffen. Und mal so ein bisschen wie gestern Phasmo zu spielen und das auch zu streamen und das zu zeigen. Oder vielleicht in Zukunft mal ein bisschen TBC oder so, keine Ahnung. Das ist mal immer eine echt nette Abwechslung, ne? Ich sag's euch ehrlich. Und das tut auch der Seele richtig gut. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Trau dich doch mal andere Games. Ja, Alpha, das Problem ist, ich kann andere Games spielen. Ich kann die auch aktiv zocken, wenn ich darauf Bock hab. Aber ich hab, um ehrlich zu sein, Angst, dass ich dadurch alles kaputt mache. Sagen wir es einfach so, wie das ist. Na klar, soll man nicht auf andere Leute hören, wenn einer kommt und sagt, ja, hier, WoW voll, als Beispiel, jetzt WoW voll langweilig, so, wann kommt der P? So, aber das kann auch echt nach hinten losgehen. Das kann echt, echt, echt nach hinten losgehen. Es kommen neue Leute, es braucht eine Zeit dann. Aber das ist doch so der eigene Anspruch, ich weiß nicht. Wenn ich selber für mich zum Beispiel WoW zock oder irgendwelche anderen Games, dann ist das nie so verrückt wie im RP. Und ich mach das, was ich im RP mache, mache ich liebend gerne. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich einfach voll übersättigt bin, Alter. So, weiß ich nicht. Man weiß nie, was passiert im RP, das ist eine ganz klare Sache. Du hast super gute Tage, die unfassbar lustig sind. Du hast aber auch Tage, die so richtig Standard sind. Klar, das ist immer noch RP. Und RP ist, ne, ist ja kein Comedy-Club so. Manchmal passieren coole Sachen, manchmal nicht. Aber im Vergleich zu anderen Spielen ist alles andere einfach tot langweilig. Das ist schlimmer eigentlich als Kreis zu stehen. Deshalb tue ich mich damit richtig schwer, bin ich ganz ehrlich. Mr. Sugart, vielen lieben Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ja, und ich weiß, das hört sich immer komisch an, aber die meisten, die dich kennen, sind nicht wegen dem Spiel hier, sondern wegen dir. Geil. Ja, ich weiß. Ich sag ja auch nicht, boah. Ja, doch, vielleicht doch auch ein bisschen. Vielleicht mache ich mir echt zu sehr in den Kopf darum. Vielleicht habe ich zu sehr Angst davor, dass ich alles kaputt mache mit dem, was ich tue. Mit meinen Entscheidungen. Ja. Muss man halt den inneren Schweinehund besiegen und sich einfach trauen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Glaubst du, sowas wie Sektor wieder jetzt macht, also neue Stadt und 90er IP können da nochmal einen neuen Schwung reinbringen? Wollt ihr meine ehrliche Meinung hören? Also ganz ehrlich? Ich befasse mich ja auch hinter dem RP immer auch mit der Szene und ich kenne viele Leute. Mittlerweile kenne ich auch viele Leute in der Modding-Szene und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie es bei Sektor ist, keine Ahnung. Aber ich weiß, das habe ich gestern mitbekommen von jemandem, aber das ist auch wieder so, weißt du, der erzählt dat und das ist wieder so eine Kette. Soweit ich verstanden habe, will Sektor irgendwie auf diese Liberty City Map gehen. Und da gab es mal, das ist noch gar nicht so lange her,
richtiges Drama rum, wegen dieser Map, weil die importiert worden ist aus GTA 4. Da hat sogar Rockstar selber die Mod an sich, ne, von diesen Herstellern der Mod, die die da raus importiert haben und so, dass die die komplett offline genommen haben und dass da momentan jemand dran arbeitet oder ein kleines Team dran arbeitet, die keine Permission rausgegeben haben, die Mod überhaupt zu benutzen. Das kann sein, aber ohne Gewähr jetzt, dass Sektor sich dann in Eigentor schießen wird. Die werden eine Map benutzen, die Rockstar im Auge hat. Weil die dann nicht wollen, dass es neue Maps für GTA 5 gibt. Und ich weiß auch, dass ein Freund, der mit diesem kleinen Team da befreundet ist, sagen wir halt einfach offen beim Namen, Juri kennt die Leute. Juri weiß, wer die Map gemacht hat und wer daran arbeitet. Und Juri weiß auch, dass die keine Permission rausgeben, dass irgendein RP-Server die benutzen darf. Vielleicht ist das keine gute Idee, auf eine neue Map zu wechseln. Vor allem nicht, wenn Rockstar die auf dem Kicker hat, die Map. Aber ja, kann sein. GTA-RP auf eine neue Map. Ich weiß von YBN, das ist ein englischer 5M-Server, aber die Leute auf 5M, die da ihre Server machen, die scheißen sowieso auf alles, Alter. Die benutzen ja auch den Online-Modus, ne, von GTA selber so. YBN hat, glaube ich, einen Server auf der Map sogar. Aber wie gesagt, ist auch wieder so, der eine sagt das, was er gehört hat von dem und da, bla, bla. Das ist das, soweit ich weiß. Ich will nichts schlecht reden oder so. Oder irgendwie mir jetzt die Luft aus der Segel nehmen. Aber könnte interessant werden, aber ich glaube nicht, dass das großartig neuen Schwung reinbringt. Weil du kannst die Map ändern, du kannst die Features ändern, du kannst die Autos ändern, du kannst alles ändern. Aber die Menschen ändern sich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und Jijinxi, Dankeschön für den Resub im 35. Monat und Kussi. Du bist selber ein Muggel. Hab eine Springfield-Map gesehen von Simpson, da gab es, glaube ich, keinen Stress. Nee, es geht, warte. Lass mich mal kurz im Discord gucken. Der Juri hatte mir was dazu geschickt. Da gab's richtig miesen Ärger, Alter. Wegen der Mod. Aber mit Rockstar selber auch. Ah, der hat mir einen Screenshot geschickt von so einer Dings. Das Modding-Tool OpenIV darf weiterleben, doch das von vielen Fans sehnsüchtig der erwartete Projekt Liberty City GTA 5 muss sterben. Der Druck von Take-Two, das sind die von GTA 5, auf die Entwickler war zu groß. Die haben sich da selber damals eingeschaltet, um die Mod zu vernichten, weil die das nicht wollten. Aber was ist das für eine Quellenangabe? Ist Heise, also die Seite Heise, keine Ahnung, oder Heiß, oder wie die heißt, ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Was ist das überhaupt für eine Seite, Alter? Hier gibt es einen Artikel, den könnt ihr euch durchlesen. Recht okay, ja. Ich habe jetzt nicht geguckt, von wann das war. Ich gucke nochmal, vielleicht steht er dabei. 2017. 2017, da war GTA-RP gerade mal so am Start. 5.7. Und da hat Rockstar sich schon gegen diese Map gewehrt. Und zwar richtig krass. Ja klar, natürlich gibt es viele YouTube-Videos davon. Wer weiß, müssen wir gucken. Muss man sehen. Ich denke schon, dass Sektor da weiß, was zu tun. Und sich da vielleicht irgendwie absichern oder so. Vielleicht hat sich da was geändert. Das kann natürlich auch sein. Ist ja nur Hörensagen. Der sagt das, der sagt das, der sagt das. Das ist die Info, die ich bekommen habe, so. Ja. Komm, wir sagen Curtis jetzt mal was Liebes. Ich mag deinen Humor.
Ich bin absolut irre im Kopf. Oder Pennerbär. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch im Stream von Stay. War das im Stream von Stay? Achso, hab gestern im Stream auch öfter gelesen, dass die Liberty City Map kommen soll. Angeblich Stay hat dazu aber nichts gesagt, beziehungsweise wollte auf das ganze Thema nicht eingehen. Er sagte nur, EP ist jetzt erstmal vorbei. Ja. Ist ja auch doof zu sagen, yo, Sektor wechselt auf die Map und am Ende stellt sich heraus, dass die das doch nicht machen, aus irgendwelchen Gründen. So. Deshalb sollte man sich enthalten. Ich wiederhole das nochmal für mich. Das ist auch nur das, was ich gehört habe. Ob das stimmt, keine Ahnung, Bruder. So, TBC wird gedownloadet. Also, Real Talk jetzt. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ich denke mal, die Projektleitung von Sektor sich da auch schon drüber Gedanken gemacht hat. Kann ich dir nicht sagen, Kerim, keine Ahnung. In der Szene wird eh alles gerippt des Todes und alles benutzt, obwohl man keine Dings dafür hat. Permission und so. Alles. Die letzten Monate mit den ganzen Klamotten da auseinandergesetzt und 99% die Klamotten, die man findet als Mod für GTA, sind geklaut aus anderen Spielen, Alter, aus Sims und NBA und all so ein Quatsch, Junge. Und es gibt tatsächlich Leute in der Szene im englischen Bereich, die die Klamotten rippen aus anderen Spielen, die anpassen für GTA und die sogar verkaufen über Patreon und so. Sims Modding-Szene klaut auch viel, sogar Code. Echt? Keine Ahnung. Aber da nimmt sich, glaube ich, alles nicht viel. Da wird überall gerippt des Todes. Mike, danke schön für den Prime im 26. Monat und Paco, danke für den Prime 8. Hukulu, was geht? Aber nix, Bruder. Und Max, danke für den Prime 37. Cooler Stream, danke, ich weiß. Und Sentinel Berso, danke schön für den Prime 26. Und Timmer, danke gestern für deine... Ich tut mir leid, Alter. Manchmal habe ich einen Knick in der Optik und überlese dafür deine 6 Dollar. Timmer ohne Pferd. Ja, wir haben dir dein Pferd geklaut. Wir müssen Pferdekacke produzieren für Dünger. Deshalb haben wir dein Pferd geklaut in Rust. Tinkepäckchen-Chat, nehmt euch alle, hab euch alle lieb. Kurs hat Timmer gestern geschrieben. Und Grüße vom Channel drüber, das habe ich nicht verstanden. Achso, der wollte mich erschrecken bei Phasmo. GTA 5 hat nur ein Startgebiet, das könnten sie mal reinmodden. Meinst du diese Schneemap? Die ist drin, aber ausgeblendet, aber die kannst du vergessen, weil du da durch die Map überfliegst. Die ist nur für das Intro gedacht. Pferd genommen. Ha! Und Ehre. Was ist denn das für eine Umfrage hier? Gehört es in anderen Games? Ja, Mann, war ein GTA-IP. Gehört es wichtig, Game egal. Ach, das sagt ihr eh nur so. Und dann meckert ihr wieder mit mir. Ja, ja. Bin eh da, Tomb Raider. Ja, können wir mal machen. Können wir machen. Mal gucken, das mit TBC und World of Warcraft, das liegt jetzt an Mila. Ich weiß nämlich nicht, wie sehr die da reinkommt und wie sehr Bock die darauf hat. Aber wenn Mila sagt, yo, let's go, dann können wir chillige Streams machen, wo wir da ein bisschen rumleveln und gucken mal. Vielleicht kommen wir sogar bis Endgame an. Und dann zeige ich euch dicke TBC-Raids, Alter. Wenn ich da überhaupt mitgenommen werde. EFT kannst vergessen, ich treffe nichts. Wenn er sagt, können wir machen, dann sehe ich nur Soon. WoW, da hänge ich doch wieder bei den Wildschweinen. Ja, Timmer, jetzt ist deine Chance, Alter. Bei uns zocken alle. Du hast gesagt, deine Freunde spielen das nicht. Dann schließ dich uns an. Aber GTA 4 Map war sowas von geil. Da ist ja Gewässern die Zeiten. Stellt euch einfach mal vor. Nur Liberty City, nur die Stadt als RP-Ding. Und dann so 200, 300 Spieler nur. Nicht so viel. Die City ist schon echt fett. Das ist ja New York, ne? EFT sagt der Max, nee. Weil das boring nach 2 bis 3 Wochen ist, wenn man alles hat. EFT ist überhaupt gar nicht meins. Auf welchem Server wird ihr die TBC spielen, wenn man fragen darf? Kannst du Englisch klären? Also verstehst du das so, wenn jemand was schreibt? Ich würde dir raten, auf einen internationalen Server zu gehen. Gehenders. Das, was die da random machen mit Gruppen und Raids, dafür brauchst du in der deutschen Community richtige Gilden. Die Schweden und so, die sind absolut krass in dem Spiel, Alter. Was sind das denn alles wieder für Kürze? Drogen oder was? Was für Kürze, Bruder?
Was ist TBC? The Burning Crusade ist ein altes Addon von World of Warcraft. Aber auch in Liberty City wird von rechts gepusht und Erdbeeren gefarmt. Das stimmt allerdings immer. Das stimmt. Ja, kann ich. Ich bin auf dem deutschen Server mit zum Glück einer richtigen Gilde. Dann hast du Glück. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was heißt schlechte Erfahrungen? Komische Erfahrungen habe ich gemacht. Deutsche Szene ist da so ein bisschen... Alles gehört mir, ne? Kuchen für mich und Brot für die Welt. Viel Spaß, Penner. Ja, Mr. Pony, glaub mir, so geht es mir auch. Ich hab schon Bock, aber ich hab auch Angst, dass in 3 Tagen die Lust wieder vergeht. Schweden sind krass unterwegs, Alter, und CSGO und so. Weiß auch nicht, warum die so gut sind. Boah, da muss ich den Klassiker komplett von vorne anfangen. Timmer ist nun das Problem aus. Wir haben ein schönes Addon von Sigor. Der sagt dir einfach die ganze Zeit, wohin du gehen sollst und was du machen sollst. Super easy. Wann streamst du LOL? Niemals. Schweden ist nicht mehr so krass in CSGO, waren die aber mal. Ne? Sigor kostet aber. Lene, Bruder. Kostet nicht immer alles was. Sigor ist for free. Der Finn ist mit dem Sigor-Typen befreundet. Der kriegt das kostenlos. Der Finn hat gesagt, gib mir den Guide kostenlos oder ich mach dein Unternehmen zu. Emin, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Du warst sehr lange nicht da. Hat sich einiges verändert. Curtis ist ziemlich dick geworden und super lustig. Keine Chance gegen die Asiaten. Curtis zockt ihr auf einem englischen Server, wieso nicht auf einem deutschen? Ja, wir zocken auf einem internationalen Server. Da ist alles vertreten. Also europäisch. Warum nicht auf dem deutschen? Weil die komisch sind. Ich würde ja auch mal Kostüm mit Schwester Kusch fühlen. Ich schnall nix mehr. Genau, Unicorn. Deutsche Server sind Müll. Machen wir noch eine Duftkerzung und dann gehen wir ab in den Pimmes. Was ist denn heute? Party-EP, juhu. Und Boxkampf, juhu. Was noch irgendwas? Das für Opa Willi klären für Montag? Mal gucken, ob die anruft. Was geht ab, Jonas? Leute, ich baue eine Spende für Playtime. Warum haust du in den Stream 6 Dollar rein, Junge, wenn du nicht mal 12 Dollar hast für WoW? Gehennas? Ja, Gehennas. Und ich weiß so 100%, wenn ich das streamen werde und leveln werde, damit Mila, die kommen und ganken, Alter. Die werden uns so fucken. Weil Favorite Streamer supporten. Kauf dir doch selber was davon, Bruder. 15 Minuten Warteschlange, ja, du musst halt morgens schon einloggen, ne? Bist du die Tage nicht auch noch Pilot für Juri? Ja, ich weiß ja nur nicht wann. Eigentlich heute, aber der hat sich nicht gemeldet. Ich glaube, das war heute. Kann sein, dass der noch um die Ecke kommt und sagt, ja, du musst fliegen. Oder dass er das komplett abgeblasen hat, ich weiß es nicht. Was würdest du tun, wenn du von einem Peanuts gebrettert wirst? Ich würde mich ausloggen. Ich habe das Video von Da Vinci gesehen und da stand ein Kommentar drunter. Wegen diesem einen Typen, den ich im RP abgeknallt habe. Mit Peanut. Der hat sich sehr darüber beschwert, dass er gar nicht da passen würde und so. Warte mal, das haben wir schon gehört. Ja, irgendwie so 22., 23., irgendwie so. Die Ruhe wird sich schon melden, so ein Fisch, ey. Fade P. Ja, so, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag aber heute. Und wir gucken mal.
Da liegt jetzt alles bei dem Mila mit der WoW-Pommes. Also soon. Lucky, Lucky. Kifi, Kifi, Gangster, Wingster. Zockst du nicht auch auf Unity? Zockst du überhaupt noch RP? Ich meine, ich habe dein Dings mal gelesen irgendwo. Wie, nicht mehr? Warum? Was ist mit deinem Kiffer-RP? Ja, das stimmt. Wenn Twinkie auf was Bock hat, knallt die rein. Das kann nur lustig werden. Vor allem mit der K.O.-Truppe. Da sind ja wirklich alle dabei. Selbst Jamar zockt TBC, Alter. Selbst Goofy zockt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der spielt. Der ist zwar erst Level 13, so nach 2 Wochen, aber der zockt trotzdem. Bin GTA Live raus, war mit zum Meta. So viel, wurde so viel Meta auf GTA Live gemacht? Da war doch nur diese eine Feuerwehrsache. Der Christe, Dankeschön für den Prime im 4. Monat. Echt, erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Bruder Timmer, Guild Wars ist komplizierter als WoW, glaub mir. Das ist super easy. Bruder, alle haben mich gemietet, weil ich der Erste mit Events war und alle machen wollten. Ach stimmt, das ist dieses Dings, ne? Eventunternehmen. 14 Tage, dann ist wieder Ende mit WoW. Warum, Isabella? Was bringt dich dazu, das zu sagen? Also Classic habe ich schon gut reingesuchtet. Das war auch nicht mehr gesund. Das haben extrem viele Streamer auch gemacht. Also gerankt in Classic. Ich muss jetzt...